Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem heutigen Oppo Reno 3 Pro 5G Unboxing und Hands-on Video. Ja, wir können es nicht lassen, in unserem vorherigen Redmi K30 5G Unboxing und Hands-on schon angekündigt vor chinesisch Neujahr kommen keine neuen Videos mehr von uns, aber das Reno 3 Pro ist hier reingeflattert. Und wir wollen euch selbiges nicht für die knapp 3 Wochen vorenthalten. Wir legen mit dem Lieferumfang und dem Hands-on direkt nach dem Intro los. So, das Reno 3 Pro gibt es in 2 verschiedenen Varianten, 8 plus 128 oder 12 plus 256 GB in 4 verschiedenen stylischen Farben, und zwar in Aurora, in Schwarz, in Weiß und in Blau. Ja, wie bei Oppo üblich, hier die Schnellstartanleitung und Garantiekarte versteckt. Wir haben natürlich dann hier wieder den SAR-Wert kleiner, 2 Watt pro Kilogramm, und hier dann eben eine Schnellstartanleitung. Alles wie immer in Mandarin. NFC sticht hier gleich ins Auge. Und ja, wir haben auch ein paar Spezifikationen aufgedruckt. 5G N41 N78, 4G Plus und im 4G FDD LTE Bereich. Ja, Band 20 wird hier mit aufgelistet. Genauso wie Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 und 17. Wunderbar, dann hier auch direkt das Smartphone selbst. Under Display Fingerabdrucksensor. Wir haben hier bereits eine Displayschutzfolie auf Werk aufgetragen. Das sieht man dann hier unter anderem an der Ecke oder um diese Punchloch-Frontkamera. Fällt dann auch direkt auf, wie leicht das Reno 3 Pro 5G-Gerät ist in der Farbe Schwarz hier. 171 Gramm bringt das Gerät hier gerade mal auf die Waage. Wir haben einen Dual-LED-Blitz, wir haben eine Quad-Kamera auf der Rückseite verbaut, ein 48-Megapixel IMX58641-Sensor, ein 13-Megapixel-fünffach-optischer Telefotosensor, ein 8-Megapixel-116-Grad-Weitwinkelsensor und ein 2-Megapixel-Monochrom-Sensor. 48-Megapixel-Sensor, der Sony IMX586 mit OIS und Autofokus. Unterstützung natürlich Autofokus, PDAF und Kontrastfokus. Dann beim Reno 3 Pro 5G haben wir auch die Super Anti-Shake Pro-Funktion. Aber dazu eben hier nach dem Lieferumfang ein bisschen mehr. Hier sieht man dann auch aufgrund des abgerundeten Displays an den Seiten die Silikonhülle ein bisschen niedriger. Ansonsten hier Öffnungen für die Anschlüsse etc. Kontrollliste liegt dann natürlich auch im Lieferumfang bei. Da wir alle Geräte persönlich vor dem Versand an euch testen und bei den Oppo Smartphones natürlich der Google Play Store ebenfalls mit installiert werden muss. Wir schauen uns hier auch direkt mal das SIM-Kartenfach an. Also unterseitig 2 Nano-SIM-Karten passen hier rein. Keine Speichererweiterung möglich. Dann haben wir hier ein paar Kopfhörer. Ihr seht dann hier, was haben wir für einen Anschluss. USB-C in ihr Kopfhörer, hier auch mit Inline. Remote, also die sind auch mit dem Lieferumfang dabei. Dann haben wir ein USB Typ C Daten- und Ladekabel, VOC 4.0 Flash Charge wird hier unterstützt, 5 Volt, 6 Ampere maximal. Oppo hier aufgedruckt natürlich, und dann liegt auch stets ein passender Ladeadapter je nach Empfängerland jeder Sendung bei. Also klasse Handy hier, wow. Schön langgezogen mal wieder das Display hier. Super AMOLED 90 Hz.
402 ppi Pixel per Inch, also die Pixeldichte 2400 mal 1080 Pixel Auflösung bei einem Screen-to-Body-Ratio von 93,4%. Maximale Helligkeit 800 Nit und TÜV Blaulicht Zertifizierung. Dann seht ihr hier schon, also den Play Store, wie angekündigt, ist vorinstalliert und dann hier auch dieses abgerundete Display. Nicht ganz so krass wie beim Mate 30 Pro oder beim Vivo Next 3, aber schon annähernd so wie zum Beispiel beim OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T Pro. Wir haben natürlich Color OS vorinstalliert, basierend auf Android 10. Kompass habt ihr mit an Bord, natürlich GPS, HGPS, GLONASS, Beidou und Galileo. Nicht so viel Dual wie beim normalen Reno 3 5G. Dann haben wir Bluetooth 5.1, aptX, aptX HD, TWS Plus. Ja, im Einstellungsmenü schauen wir hier mal rein. Andere Drahtlosverbindungen, NFC, Nearfield Communication mit an Bord. Ja, angetrieben wird das Reno 3 Pro 5G von dem Snapdragon 765G Octa-Core 2,4 GHz mit 5G-Modem am Start. Gleicher Prozessor wie unter anderem das Xiaomi Redmi K30 5G. Bluetooth schon angesprochen, Dualband, Wi-Fi natürlich auch am Start, ABG und AC 2,4 und 5 GHz. Ja, hier Benachrichtigungen, Statusbar, Display und Helligkeit. Dark Mode habt ihr hier auch mit dabei. Augenschonend, akkuschonend, Eye Care, Augenschutz, Low Brightness, geringe Helligkeit, flackerfreier Augenschutz. Ihr könnt hier auch noch die Farbtemperatur des Displays einstellen. Dann hier auch noch die Bildwiederholungsrate, entweder 60 oder 90 Hertz. Ja, Screen Light Effects. Light Effects for Lock Screen. Also das quasi das neue LED-Benachrichtigungslicht. Da könnt ihr hier dann Ocean Blue, Neon Purple oder Amber Orange als Farbe auswählen. Das ist eben dieses Horizon-Licht wie beim OnePlus-Gerät. Beziehungsweise dem OnePlus-Geräten. Homescreen und Lockscreen. Wallpaper, Theme, Enderbar. Sound, also Töne und Vibration. Mono-Lautsprecher hier verbaut. Ja, Tastentöne, Dolby Atmos haben wir noch mit an Bord. Do not disturb, bitte nicht stören. Fingerprint und Face. Also, wie gesagt, der Fingerabdrucksensor im Display integriert. Und hier Gesichtserkennung per 32 Megapixel Frontkamera. Selbige mit Blendenzahl 2.0 und 80,4% Weitwinkel. Breno, die AI, Voice AI. Ja, Navigationstasten eben hier back über die Seiten. Assistive Ball, der Floating Button hier, einmal zurück, der kann hier eingestellt werden. Quick Return Bubble, Smart Sidebar, kommt hier zum Vorschein, auch einstellbar und änderbar. Gesten und Emotions. Raise to Wake hier auch mit dabei. Flip to Mute. Das dann soweit hier. Security, die Sicherheit natürlich, darf hier auch nicht fehlen. Payment Protection, Zahlungsschutz. Ja, Battery, Akku, 4025 mAh. High Performance Mode könnt ihr hier noch einstellen, den Power Saver Mode. Ja, das ist schon nice. Smart Power Saver auch nochmal. Könnt dann nochmal hier auch einkastimieren, individualisieren, wie selbiges gehandhabt werden soll. Sprachen dann wie bei Color OS üblich. Kein Deutsch dabei, dafür aber Englisch, Französisch und, ja, was haben wir noch? Russisch.
App-Use-Time, selbsterklärend, Software-Updates bekommt ihr bei ColorOS, natürlich bei aktiver Internetverbindung rein, About Phone über das Handy, Oppo Reno 3 Pro 5G, ColorOS 7, Android 10, wie hier zu sehen. Und ja, der Qualcomm, der Snapdragon 765G 5G Octa-Core CPU, hier das Ganze mit 8 GB DDR4X oder 12 GB Arbeitsspeicher, 128 GB interner Speicher oder 256 GB interner Speicher. Modellnummer PCRM00. Wunderbar. Dann bleibt zu guter Letzt nur noch ein Blick in die Kamera hier. Ja, wir haben zweifach optisch, fünffach optischer Zoom hier mit diesem 13 Megapixel Objektiv und dann gibt es natürlich noch den Hybrid-Zoom und da kommt man schon knackig nah dran. 20-fach. Dann hier auch schön mit diesen Punkten ganz schnell wieder rein oder raus gezoomt und dann auch in den Weitwinkel bzw. den Makro-Modus. Portrait-Modus mehr. Da habt ihr dann Slow-Mo, Timelapse und Panorama sowie Expert mit zur Auswahl. Ja, Videos mit bis zu 4K und 30 Frames per Second oder 1080p 60 Frames per Second oder 30 Frames per Second, wie hier zu sehen. Dann Slow-Motion-Video-Auflösung 720 oder 1080. Nachtmodus auch mit am Start. Auch schön, dass man hier zum Beispiel zoomen kann. Geht ja auch nicht bei jedem Gerät. Hier fällt mir dann spontan auch das OnePlus ein. Bei den Huawei-Geräten auch immer ganz nice eigentlich, dass man eben zoomen kann im Nachtmodus. Ja, 159,4 x 72,4, also recht schmal, keine 74 oder 75 mm. Es macht sich auch direkt hier bemerkbar vom Feeling in der Hand und bei einer Dicke von 7,7 mm. Schön leicht, wie gesagt, 171 Gramm sind hier die Abmessungen und das Gewicht des Reno 3 Pro 5G. Was auch noch erwähnt werden sollte, wir haben im Weitwinkelmodus hier, Weitwinkels-Videomodus, wird Super Anti-Shake Pro mit EIS, also der elektrischen Bildstabilisierung unterstützt. Und dann gibt es auch noch den Super Anti-Shake-Modus mit OIS und EIS. Das mal auch so zur Info. Ja, wir schauen dann in die Frontcam mal rein. Hier auch Video Resolution 1080p oder 720p auswählbar. Und dann habt ihr natürlich Fotos, Porträt und den Panorama und den Timelapse Modus. Ja, interessant natürlich auch hier nochmal die Rundungen des Displays genauer zu betrachten, bevor wir hier eben zum Ende des heutigen Unboxing und Hands-on Videos des Oppo Reno 3 Pro 5G kommen. Schmuckes Handy, wir haben hier auf der rechten Seite eben den An- und Ausschalteknopf, hier oben Öffnung fürs Mikro, auf der linken Seite Plus, Minus, Lautstärkewippe und hier unten dann SIM-Kartenfach, Mikro, USB-C und Öffnungen für den Lautsprecher. Ja, das Oppo Reno 3 Pro 5G kann also ab sofort hier bei uns im CECT-Shop bestellt und gekauft werden. Wenn ihr weitere Fragen habt, kein Problem, einfach einen Kommentar hinterlassen. Bitte dran denken, aufgrund des chinesischen Neujahrs bis 7. Februar kein Versand und kein Kundenservice erreichbar. Wir sind anschließend wieder wie gewohnt für euch da. Sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, also liken, Video teilen und unseren YouTube-Kanal abonnieren. Sagt euer CECT-Shop-Team.